Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd Nein, verraten. Du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, den Speer müssen wir töten. Ah, jetzt läuft er weiter, der Idiot. Ey! Wir kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Die anderen? Ja, wo sind die denn? Okay, Sieh mal nach, Sühnen. Irgendwo müssen sie doch sein. Also ich weiß, dass man mit dem Adler oder Bussard, ich weiß es nicht genau, konnte man die immer markieren. Oder sind die weiter weg? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was diese Markierung jetzt bedeutet. Ist da jetzt auch ein Speer in dem Gebiet oder nicht? Das wäre dann geradeaus, schräg links von mir. Wir haben aber, fällt mir jetzt gerade ein, noch zwei Fertigkeitspunkte bekommen. Nahkampfschaden, leichter Schaden. Gut, wir wollten aber eigentlich den Weg des Wolfes ja weitermachen. Allen Ausrüstungsstücken, die zu Wölfen passt, ein Bonus. Ja gut, ich habe jetzt den Berserker. Was ist denn das für einer? Der ist irgendwie fernab, glaube ich. Fernkampfwiderstand. Schleichende Kundschafter. Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt. Ah, das wäre natürlich jetzt sehr cool und jetzt auch sehr wichtig für mich. In den Rücken fallen, das war diese eine Sache. Und hier stampfen. Okay, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter ausbauen. So. Dann, ach so, das habe ich jetzt vergessen. Dann schaue ich mal eben. Das sind nämlich Rätsel. Reichtum ist hier. Rechts von mir sind... Ach so. Die werden aber hier nicht angezeigt, hä? Wieso wird mir das jetzt nicht... Oder ist es gar nicht ausgewählt von der Quest? Das kann natürlich auch sein. Nee, hat er aber ausgewählt. Wieso wird mir das denn nicht in der Übersicht angezeigt? Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Manchmal ist es das... Ja, das wollte ich gerade machen. Das beste Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Spüre mit Hilfe von Odins Sicht Gegner in der Nähe auf. Wenn du in ihrer Nähe bist, kannst du sie anlocken, indem du pfeifst. Okay, pfeifen ist klar, aber wie mache ich jetzt Odins Sicht? Von den Langschiffen berichten oder in den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut,
Wenn Liu zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen, hörst du? Yes. Wo ist der andere denn? Mit wem redet der denn? Sühnen, leite mich. Mit wem hast du gesprochen? Der ist wahrscheinlich da drinnen, oder? Sage mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Krieger, Vorräte. Bemerke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bringe in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht. Okay. Ah, Moment, da hinten ist er. Ah. Hey, was geht da vor sich? Na, komm her, kleines Hündchen. Komm her. Kleines Tierchen auf der Schlachtbank. Sigurd muss davon erfahren. Oh ja, das wird er auf jeden Fall. So, ab ins Dorf. Los. Du sollst ins Dorf reiten und hier nicht vorsichtig rumdümpeln. Oh. Was waren das eigentlich im Moment mal? War das nur die Richtung? Weil das war doch an dem Stein da, oder? Kann man da irgendwas mit machen? Nein, nicht aufsitzen. Geh mal dahin. Anscheinend kann man da nichts mehr machen. Na gut. Duckenstraße folgen. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjöt... Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netherfall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitern wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. So, ich musste hier mal einen kleinen Cut machen. Wir haben nämlich kein Internet mehr gehabt und dann kam meine Tochter gerade ganz verzweifelt an. Und das Ganze hat dann doch ein bisschen länger gedauert, weil ich musste mal eben meinen Internetanbieter wechseln. Aufgrund dieses ganzen Chaoses hier, was ich aber schon viel früher vorhatte, muss ich dazu sagen. So, jetzt verwirrt mich das ein bisschen. Wieso 1500 entfernt? Wo ist denn der? Müssen wir da hinreisen? Irgendwie mit dem Schiff oder so? Moment, in die Richtung. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schiff dahin. Okay. Deswegen stehen die Herren auch hier.
Ich muss mich erstmal wieder reindenken jetzt auf diese Pause. Hier. So, dann los. An die Ruder und macht hinne. Na los. Hier können wir nicht segeln. Das ist mir egal. Stimmt etwas an. Jetzt Segel setzen! Segel! Erzähl nachher weiter. Renngier, als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen. Doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Ja. Soll ich jetzt ein Liedchen trällern? Das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Ja, ich schätze mal, wir hören jetzt nichts, weil ich natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausschalten musste. Und deswegen, ja, die Lieder offensichtlich auch nicht drin sind. Macht euch bereit! Ist aber nicht schlimm, wir gehen jetzt plündern. Kommt, meine, zerstört alles! Plündert und brandschatzt, dass alle die Kirche treu sind! Unser zerstört alles! Pass mal ein bisschen auf, ja? Vorratswagen! Wir sollten sie vernichten! Um eine Fackel auszurüsten. Was soll ich denn mit der Fackel? Oh! Scheiße! Jetzt habe ich die Fackel wirklich ausgerüstet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wollte ich gar nicht. Wie kriege ich die denn jetzt wieder weg? Aber mein Schild ist noch drin. Hä? Fallen lassen. Nein. Hallo? Du sollst sie fallen lassen. Da steht doch mit rechts, kann ich die fallen lassen. Wieso klappt das dann nicht? Ich will nicht mit der Fackel kämpfen. Scheiße. Brauche ich ja gar nicht mehr zu blocken. Also. Das heißt. Oh. Ich brenne! Hilfe! Hallo! Ich sterbe! Scheiße! Ich muss ins Wasser! Ich brenne nicht mehr. Okay. Oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, ich brenne nicht mehr. Jetzt wollte ich den Typen gerade umbringen hier. Los, alle rein! Ich habe leider kein Schild mehr. Entschuldigung. Mann, wieso kann ich diese Fackel nicht mehr fallen lassen? Oh. Ich glaube, ich habe gerade was angezündet. Nein. Och, lass mich da raus. Das wollte ich doch gar nicht. So, Moment. Wir gucken mal eben hier. So, habe ich's? Nee, Moment. Das. Da kann ich noch eine Rune drauf machen, fällt mir gerade auf. Nee, ich habe schon
Ist schon angebracht, doch. Ist das jetzt auch ausgerüstet, wenn ich wieder rausgehe? Nein. Scheiße. Och Mann. Leute. Ist das jetzt ein Bug oder warum kann ich die nicht mehr loswerden, diese Fackel? Mann. Muss ich irgendwas anderes machen oder so? Entschuldigung. Also wenn ich rechts drücke, ist es egal, was ich mache. Ich habe immer diese blöde Fackel in der Hand. Kann ich die irgendwie im Wasser löschen oder sowas? Das ist doch nicht normal. Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. So, finde und verbrenne die Vorratswagen. Ja, das ist ja schön und gut, aber ich will nicht mit der Fackel die ganze Zeit in der Hand rumlaufen. Okay. Vorratswagen sind da hinten. Jetzt müssen wir aber erstmal hier... Jetzt stirbst du. Ja, ja. Wieso konnte ich jetzt nicht meinen schönen Angriff machen? Komm. Klappt nicht mehr. Egal. Becher ist voll. Haben die mich jetzt gesehen? Och Mann, lass mich den nochmal so umbringen, wie ich das möchte. Ja, ist ja gut. Ich hole mir so eine Scheißfackel. Mann. Oh. Oder auch nicht. Nee, wo sind die denn? Konnte ich mir jetzt nur die Fackel von vorne holen, oder wie? Ernsthaft? Na gut. Das war's. Da kommen Schiffe! Leute, darf ich auch mal das machen, was ich machen soll? Suche Sigurd auf. Ich dachte, ich soll jetzt eine Fackel holen, ihr Idioten! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist ganz vorne irgendwo. Das ist aber echt blöd, dass man die Fackel nicht aufheben kann und dann wieder hinlegen kann und dann wieder aufheben kann. Wie man es ja normalerweise machen würde. Dass ich die nicht mehr losbekommen hab. Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Tja, was hat er davon? Das frage ich mich auch. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so,
Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjöt wie ein Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Damit haben wir auch die Quest Böses Erwachen abgeschlossen. Und haben 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Ich soll nochmal mit Sigurd sprechen. Das machen wir natürlich auch gleich. Aber wir gucken uns nochmal eben die Fertigkeiten an. Bis dahin bin ich gekommen. Ne? Nahkampf, mehr Nahkampfschaden. Leichter Angriffsschaden. Kopfschussschaden, schleichender Kundschafterhebel. Achso, genau das war das. Da wollten wir ja erstmal hin. Denn ich denke, das wird uns noch gute Dienste leisten. Oh, es hat was Neues freigeschaltet. Ja, cool. Fernkampf, leichter Angriffsschaden. Sprintangriff. Drücke beim Sprinten. Ja, wenn ich denn mal sprinten könnte. Ich versuche es ja die ganze Zeit. RB, um einen Sprintangriff durchzuführen. Okay. Also, da können wir anscheinend noch einiges mehr freischalten. Ja, man sieht jetzt auch die Verstrickungen nach außen, die ich vorher nicht gesehen habe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann in der nächsten Folge weitermachen. Bis dann. Ciao.